Ja, der schleswig-holsteinische Landtag sollte auf jeden Fall diverser werden. Das betrifft nicht nur den Anteil an Frauen. So haben wir als CDU Schleswig-Holstein dieses Jahr zum ersten Mal eine paritätische Landesliste aufgestellt, um da auch ein deutliches Zeichen zu setzen und natürlich auch, um mehr weibliche Abgeordnete nachher im schleswig-holsteinischen Landtag zu haben. Ein Grundproblem ist aber, dass wir als Parteien noch einen geringeren Frauenanteil haben und auch, dass wir in den Parteien weniger Menschen, zum Beispiel mit Migrationsgeschichte, haben. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite als Parteien daran arbeiten, dass wir bunter werden. Schleswig-Holstein ist bunt, also müssen auch die Parteien und der Landtag bunt sein. Aber ich glaube auch, dass wir gesellschaftspolitisch Ansätze finden müssen, zum Beispiel durch Bildungsangebote schon gleich in der Schule, die Kommunalpolitik zum Beispiel nahelegt und die auch zeigt, jeder kann politisch aktiv sein, jeder sollte sich auch für seine politischen Überzeugungen einsetzen und vor allem bringt jeder auch eine ganz andere Sichtweise mit in den politischen Diskurs. Also da müssen wir auf jeden Fall als Gesamtgesellschaft, aber gerade als Politik noch mehr tun, um diverser zu werden.